Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Still Trader Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen bei FX Flat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich habe heute wieder die Ehre, dieses Webinar mit Dirk Hilger, Mr. Still Trader, zu veranstalten. Freut mich, dass auch so viele wieder live dabei sind. Bevor ich tatsächlich aber jetzt weitergebe, natürlich einmal den Risikohinweis bitte durchlesen. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken, auf gar keinen Fall als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn Dirk den einen oder anderen Trade, falls der DAX es zulässt, heute macht. Und am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Gut, dann lieber Dirk, würde ich gerne den Bildschirm übergeben, wenn du soweit bist. Ja. Dann wünsche ich viel Erfolg und viel Spaß, theoretisch und praktisch. Könnte das funktionieren? Jetzt muss ich nur wieder den richtigen Bildschirm hier finden. Aber ich glaube, es sollte alles funktioniert haben, oder? Ja, wunderbar. Guten Morgen. Ja, ne? Ja, moin. Einen wunderschönen guten Morgen aus Köln, natürlich, wie immer. Und ich. Sorry, ich bin gerade etwas. Ich habe hier nämlich gerade Düsseldorf gelesen. Hier an allen Ecken sind ganz viele Düsseldorfer hier dabei. Und nein, wir sind ja immer in Köln. Ich sehe gerade, es ist hier so ein bisschen verdreht alles. Ne? Vom Bild her, nee, aber geht. Ja, hier zum Live-Trading heute nochmal mit FX Flat und dem DAX und Nelson, der eigentlich hier sein wollte. Nee, wir haben uns da nämlich so ein bisschen was überlegt. Und das machen wir dieses Jahr noch. Wir werden hier so ein bisschen was schicker machen, ja. Und dann werden der Nelson und ich werden uns hier auf die Couch flezen. Gibt es das Wort? Auf Hochdeutsch flezen? Ja, ne, kann sein. Und ja, dass hier so ein bisschen mehr vielleicht Talk und Entertainment ist und dass es ja eben nicht so trocken ist, aber das versuchen wir ja eh halt immer schon die ganze Zeit. Ich habe ja gerade schon gesagt, irgendwie, ja, mit dem DAX, ich bin jetzt gleich wirklich mal gespannt. Also gestern, ich meine, der DAX ging ja gestern noch, ne? Aber der Dow, das war schon ein bisschen strange, also was wie der halt gelaufen ist. Man hat wirklich sehr schön gesehen, also generell long war ja alles gut und schön, ne? Auch so bis zum dem Bereich, den ich ja auch so anvisiert hatte. Aber das Volumen, mit dem der da halt hochgegangen ist, das war halt ein Nichts. Hier vibriert schon wieder irgendwas. Das war halt ein Nichts, ne? Die haben mit extrem schlappem Volumen da halt hochgetreten. Deswegen bin ich da sehr skeptisch, also was da halt heute passiert. Und im DAX, das könnte schon tricky werden. Also wir gucken uns das mal an. Ich gehe auch gleich mal hier rüber auf meinen Chart und dann mal gucken, wie das halt hier an der Stelle dann nämlich aussieht. Ich bin halt wirklich mal gespannt. Ich muss erstmal hier mal bequeme Haltung einnehmen, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Ich hoffe, man kann alles erkennen hier. Sollte aber eigentlich passen. Wenn irgendwas nicht lesbar ist, dann einfach kurz bitte Bescheid geben. Ich fange mal hier ganz kurz mit dem Stundenchart an. Und zwar so generell ist halt hier oben der Bereich, die 268, die haben wir ja schon ziemlich oft gesehen. Eigentlich müsste die Linie rot sein. Das spielt jetzt aber hier erstmal keine Rolle, welche Farbe das Ding hat. Und was man halt hier ja wirklich deutlich sieht, das ist halt in den Bereichen hier, ne, dass halt da halt abverkauft, abverkauft, abverkauft. Und hier gab es so ein Hütchen drüber. Da oben liegt auch dann die 329 im DAX. Und hier jetzt nochmal heute Nacht, nochmal ein bisschen drüber. Und jetzt hängen wir hier wieder drunter. Jetzt könnte man ja sagen, das Ding fällt und dann ist gut. Ich fürchte aber irgendwie nur, dass das Ganze nicht so einfach wird. Also generell bin ich halt schon irgendwie auf dem Short-Trip, so ab zumindest jetzt diesen Levels hier langsam wieder. Und aber bis dahin wollte ich ja auch, habe gesagt, so dass die Range, so wie sich die halt darstellt, müsste die eigentlich nochmal halt nach oben laufen. Ne? Das hat man schön im Tageschart hier halt auch gesehen. Ich mache den auch mal ein bisschen größer. Und das war der falsche Knopf. Da hat man es halt auch ganz nett gesehen, dass wir hier unten einfach nochmal, wenn man hier mal eine Linie zieht,
kann ich mal kurz zeigen. Das müsste so die, genau, in etwa der Bereich gewesen sein, wo immer wieder über der Range geschlossen hat, beziehungsweise hier, ne? So in dem Bereich. Das kann man, glaube ich, ja schon irgendwo als Range definieren. Drauf aufgesetzt, immer wieder drauf aufgesetzt und selbst, wo es dann einmal kurz runterging, kleiner Fake und dann zack, wieder in der Range geschlossen. Und das heißt dann halt auch eigentlich, dass wir die ganze Geschichte halt eben auch nochmal nach oben durchlaufen. So, jetzt ist nur noch die Frage, wo genau ist oben? Eigentlich wäre bei mir halt die 329, das ist halt ein Volumenpunkt, deswegen die sind ja bei mir immer in Orange dargestellt. Das wäre halt so das Maximum und wo er nochmal hin dürfte und ab da darf er gerne nochmal versuchen, die ganze Geschichte nach unten aufzulösen. So direkt ab da war ich nicht für Short, auch wenn es hier für ein paar Punkte gereicht hat, aber ich habe mir sowas schon so ein bisschen gedacht, dass das nicht so einfach werden würde. Und ich würde am liebsten tatsächlich nochmal an die 329 genau dran, beziehungsweise auch nochmal hier knapp unter das Hoch. Und dann könnte man das nochmal versuchen. Und das ist halt genauso das, was mich auch dran stört, an dem Bild jetzt erstmal im. Was war das denn? Das war der falsche Knopf. Ich bin eigentlich schon lange wach, ne? Könnte meinen, ich wäre verpennt. Aber ich bin schon tatsächlich seit irgendwie 6:45 hier am Start. Aber das ist halt, wie gesagt, genauso das Ding, was mich halt hier stört. Das halt, wir sind zwar hier bei der 300 nochmal abgeprallt, aber da ist eigentlich halt nicht wirklich was los. Und das meiste Volumen halt in die Abwärtsrichtung kam ja erst hier oben. Und das ist, wie gesagt, so ein bisschen tricky. Hier sehen wir jetzt halt auch nochmal, gestern sind wir hier abgeprallt an der, auch nochmal hier ganz genau, gestern war das halt an der 268 und da sind wir jetzt nochmal dran gestoßen. Wie gesagt, es könnte natürlich sein, dass wir jetzt hier schnell runterfallen um Punkt 9 und dann halt hier die 213 nochmal kriegen. Ich wollte gestern eigentlich auch mal die 181 haben. Das wäre eigentlich so die konsequentere Fortsetzung von der Bewegung gewesen. Ja, das war einmal hier hoch, runter, hoch und dann nochmal ein Stück runter und dann hoch. Und jetzt hat er es hier so irgendwie auf halber Strecke abgebrochen und dann über Nacht hier mit den Asiaten nach oben gezogen. Also ist nicht gerade mein Traummarkt hier fürs Live-Trading, aber wenn es trotzdem mal versuchen, ob man da halt reinkommt, eventuell ist es halt auch ein bisschen Trial and Error. Ich fange mal mit den Positionsgrößen ein bisschen überschaubar an. Werde aber schon versuchen, da recht schnell halt einen Trade auch abzusetzen. Und auch nicht allzu lange fackeln. Das heißt, es kann natürlich sein, dass dann halt erstmal daneben geht und dann sich im Laufe des Tages halt eben auflöst. Also generell, wie gesagt, ich wäre schon für Short ab hier wieder, aber das ist halt wirklich nur das Ding, wo ist oben? Und das gilt so ein bisschen rauszufinden, beziehungsweise da muss man halt ein bisschen genauer drauf gucken. Ich bin jetzt hier übrigens mit der jüngsten Beta-Version auch drin. Ich habe ja eine Testersgruppe geschrieben. Ich will die erst im Live-Trading testen, bevor die halt freigegeben wird. Die habe ich heute Morgen tatsächlich hier noch hochgeladen. Das heißt, die hat noch nie live gehandelt. Das wird jetzt das erste Mal, also zumindest in der Fassung jetzt natürlich. Und zwischendurch ja halt schon klar. So, alles so ruhig hier. Irgendwie seit 5 Minuten, keiner mehr was gesagt. Ihr könnt natürlich gerne hier irgendwas auch reinposten, Fragen stellen, Frechheiten loswerden, alles, was ihr wollt. Und ich versuche natürlich auch drauf einzugehen. Ja, jetzt kommen sie. Wir pennen auch noch. Was heißt hier auch? Ich penne gar nicht. Ich bin hellwach. Ich bin Hast du davon? hellwach. Bitte? Hast du davon? Du hast gesagt, wir dürfen frech sein. Ja. Ja, ist okay. Dann wird es wenigstens ein bisschen entertaining hier. So, ist ganz schön viel los, sehe ich. So von der Zuschaueranzahl. Ja, zum DAU kann ich ja gleich mal, oder was haben wir? 54, doch kann ich ja mal kurz irgendwie rüber switchen. Den habe ich auch vorbereitet. Aber da wollte ich halt eigentlich erstmal gucken, ist das da? Ja, ne? So, da sieht man halt auch, und dann habe ich ja gesagt, so irgendwie long bis zur roten Zone da oben. Das ist jetzt das Standbild allerdings von gestern Abend. Es ist nicht live. Und das hat sich halt auch bewahrheitet. Wobei der gestern echt anstrengend war. Ne? Also hier, wenn man sich das mal anguckt, diese kleine Range hat irgendwie einen Aufwärtsgap gemacht über die 891 drüber. Das ist soweit okay. Aber dann ohne Rücksetzer und vor allen Dingen leider auch ohne Volumen da hoch und dann direkt in die rote Zone.
So, und die hat er jetzt halt auch noch deutlich überboten, aber nichtsdestotrotz, wir stranden wieder in der roten Zone. Und ich glaube halt einfach, dass wir das gleiche Verhalten kriegen wie unten in dem grünen Bereich. Da habe ich ja gesagt, das ist Support, das Ding löst nach oben auf. Und zwar halt eben bis dahin. So, das hat ja auch gepasst. Und wenn es jetzt halt gut läuft, und dann kriegen wir hier oben echt die gleiche Reaktion und laufen dann halt auch nochmal runter. Und dann haben wir auch die Chance, da unten vielleicht mal durchzugehen und mal ein Stück tiefer wieder anzusetzen. Und wir sehen mal so ein paar Punkte, die 2870 und die 103. Das war eigentlich so mein Maximum. Aber wie gesagt, heute über Nacht mal eben ganz schlapp noch ein neues ATH gemacht. Warum nicht, ne? Meine Dauer kann es halt. Und hier ist, glaube ich, ein bisschen klein eingestellt alles. Aber generell, ich habe jetzt hier nicht so wahnsinnig viele Linien drin, wie man sieht. Ich habe die hier gar nicht nachgezeichnet. Hätte ich auch mal machen können. Aber das geht im Zweifelsfalle ja auch schnell. Also die 2870 kann man an der Stelle mal erstmal eine andere Farbe hier. So. Ein bisschen dicker ist, glaube ich, auch hilfreich. So. Also, da turnen wir jetzt gerade schon so ein bisschen wieder drauf rum. Dann die 0,38, das wäre so die Unterseite. Da sieht man auch gleich, warum. Beziehungsweise man wird gleich sehen, dass das halt schon eine Rolle spielen dürfte. Ne, weil hier haben wir halt auch so den letzten Widerstand in dem Bereich hier unten. Ich hoffe, man kann es erkennen. Hier in dem Bereich halt den letzten Widerstand. Also der ist noch nicht so genau definiert, aber hier gab es halt so einen Spike und dann lief es einfach drüber. Und so läuft es ja in der Regel nicht. Und wir haben halt hier auch noch das VAH von gestern. Ich weiß nicht, ob das genau stimmt. Das Volumen müsste aber eingeschaltet sein. Und das heißt, das deckt sich auch so ein bisschen damit. Und wenn wir da mal einen Spike drunter machen, dann wieder dahin laufen, das wäre zumindest so eine recht plausible Bewegung. Und der hat halt hier oben auch auf den Deckel gekriegt am alten ATH. Das kann man ja auch ruhig mal einzeichnen. Ne? Da ist mal kurz knapp drüber und dann halt eben doch wieder runter. Und jetzt hängen wir genau eben in diesem Widerstandsbereich halt drin. Also wobei der jetzt, ich weiß nicht, ob der jetzt halt morgen halt da interessant ist, ob der DAX nicht vielleicht da spannender wird. Aber ich kann ja da gleich nochmal irgendwie drauf gucken. Wenn sich da irgendwie was tut, kann ja vielleicht einer hier schreien und dann kann ich natürlich auch darüber gehen. So, ich habe hier halt auch so ein paar Hilfslinien noch drin. Das ist hier so in meinem Handelschart. Das ist nicht unbedingt der Analysechart. Und deswegen weichen die so ein bisschen von dem ab. Aber das ist halt so generell, ich mache es ein bisschen größer alles. Ich glaube, das ist wirklich ein bisschen schwierig für euch. So. Eine Tonqualität schwankt heute. Die schwankt. Ja, ist jetzt Von wieder wo nach wo? übersteuert. Ja, mal Ach so, okay. übersteuert und dann wieder zurück. Ich mein Mikro verschluckt. Nee, ist noch da. Alles hier so ein bisschen eingefuddelt. Und ich gucke mal, ob ich das irgendwie anders dran klemmen kann. Moment. So müsste es aber gehen jetzt, ne? Es kann halt, ja, wenn das jetzt mal so eindreht hier, dann ist ein bisschen doof. So, ne, also, wir haben noch ein paar Sekunden. Und hier sieht man halt auch, ne, das ist so, das, weshalb ich mich da jetzt auch nicht traue, ohne weiteres da Short reinzuspringen. Weil das ist halt auch so ein typisches Ding. Sind hier einmal hochgelaufen, Widerstand. Dann hier auch nochmal, das ist ja im 15 jetzt, ne, dann nochmal abgeprallt und dann gekauft. Und jetzt setzt er hier eben drauf auf. Und da wird man jetzt echt mal gucken müssen, wie die Eröffnung jetzt abläuft, ob die nicht direkt nochmal hochzieht und dann halt versucht, hier oben drüber zu kommen, direkt im ersten Anlauf. Das wird dann auch wahrscheinlich nicht funktionieren, weil direkt hoch klappt meistens nicht. Kann aber trotzdem sein, dass dann da oben ein bisschen was weggesqueezed wird. Ja, hier kleiner Rücksetzer und dann. So, ich würde aber dann trotzdem versuchen, mich oben einzuschorten in die Geschichte. Ja, weil hier sehen wir halt auch, da ist halt schon, es verkauft einfach jetzt erstmal keiner unter diesem Bereich. Kann natürlich jetzt trotzdem sein, dass es einen kleinen Piekser gibt. Nach unten hin, hier ist auch der Point of Control von gestern hier unten.
ich ein bisschen anders darstellen. Ich mache es für mich, für Intraday habe ich mir in letzter Zeit angewöhnt, das mal ein bisschen dünn gelb zu machen. Das wäre natürlich schon denkbar, dass wir hier einmal drauf aufsetzen. Und da haben wir halt auch lustigerweise dann auch den EMA 200 im M15. Und das wäre dann wieder der Punkt, wo er dazu passen würde. Aber das ist halt genauso, wie ich meinte. So direkt Short, die wehren sich hier irgendwie an jedem Level. Ne? Mal gucken. Müssen wir halt mal ein paar Minuten verstreichen lassen. Und dann halt mal sehen, was er denn so will. Zwar erst 1 Minute um, ne, aber es bewahrheitet sich schon so ein bisschen, was ich vorhin gemeint habe. Es könnte anstrengend werden. So, hier ist Kassa Gap von gestern, beziehungsweise Kassaschluss. Der wäre jetzt durch. So, hier unten ist natürlich ein nettes Cluster. Ja, das passt eigentlich alles ganz gut zusammen. Hier mit dem Point of Control, mit dem EMA. Dann haben wir halt hier so eine schöne Umkehr nach oben. Das wäre eher so die Stelle, wo ich tatsächlich nochmal irgendwo erstmal, glaube ich, Long versuchen würde, wenn er überhaupt da hinkommt. So, den Daumen mache ich mal hier auf meinem iPad auf, um den mal so ein bisschen im Blick zu haben auch. Ja, natürlich halt hier so die Grenze jetzt im Stundenchart ist dann halt logischerweise hier unten die 213. Das wäre dann so das Maximum, da darf er dann eigentlich jetzt erstmal nicht drunter. So, 3 Minuten. Der DAO drückt auch ein bisschen mit. Ich meine, man könnte jetzt natürlich genauso gut sagen, ne, warum hier nicht Short? Einfach mitten reinspringen, kann man machen, da muss man was skalieren bis da oben hin. Und wenn dann halt irgendwie ein Rückzug kommt, und dann fängt man halt oben halt an zu basteln. Ich glaube halt einfach nicht, dass die Jungs und Mädels, die den DAX hier steuern, dass die es dabei belassen, dass halt hier über Nacht die Asiaten da oben die 300 nochmal sehen durften. Und damit dann halt, wenn es weiter nach unten sollte, damit auch den besseren Punkt alleine erwischt haben. Das ist tatsächlich ganz oft so. Hat man irgendwie im DAO letztes Jahr oder wann war das, halt auch deutlich beobachten können, auch davor irgendwie, wo es halt mal irgendwie kurz runtergekracht ist, dass halt die Punkte immer noch mal überboten werden vom regulären Handel dann halt, ne? Und das dann halt eben ganz oft nicht dabei bleibt. So, ich gehe mal hier auf 5 Minuten. So, gucken, wenn wir hier einen Rücklauf kriegen, würde ich den auch dann Short mitnehmen. Ich meine, generell ist halt das Ding, was er hier macht, ist halt gut für Long. Ne? Also er geht halt zuerst runter und nimmt möglicherweise erst nochmal Anlauf. Und das ist halt ganz oft so, wenn es direkt runter geht, dann kommt es nicht arg weit. Genauso wie, wenn's, wie ich ja vorhin gesagt habe, direkt hoch klappt eh nicht. Das ist auch so, das sieht man ganz, ganz oft. So, jetzt würde ich hier mal eine Position mal reingeben. Ich würde die aber skalieren. Das heißt, falls wir jetzt hier einen Rücklauf kriegen und wir dann hier oben an dem Punkt, beziehungsweise hier, dann halt die Position entsprechend noch versuchen auszubauen. Und wie gesagt, es kann ein bisschen Trial and Error hier werden, aber hier unten sind wir für meine Begriffe jetzt erstmal nicht fertig. Da sollte eigentlich schon noch ein bisschen was kommen. Also zumindest mal hier unten, wie gesagt, hier in das Cluster halt rein.
im schlimmsten Fall eben bis zur 211. Und wenn er das natürlich macht, dann kann man sich natürlich auch angucken, ob es da unten durchgeht. Glaube ich aber erstmal nicht. Und sind jetzt auch gerade erstmal die ersten 5 Minuten. Aber hier würde ich mal bezweifeln. So ein paar Sachen hier noch einschalten. Ja, Vortages-Fibo, okay. Diese Pivotpunkte haben wir hier unten noch einen, der würde eigentlich auch ganz gut dazu passen, hier einmal kurz runter zu fallen. Ich mache in letzter Zeit ganz oft solche skalierten Geschichten. Und weil man halt einfach manchmal ein bisschen entspannter halt auch mit dem Markt dann umgehen kann. Und selbst wenn da halt irgendwie alles falsch war, und dann kommt man aber meistens halt nochmal irgendwo vernünftig raus. Hier haben wir halt den S2 halt vom Stundenchart. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, den mal weg und lieber ein bisschen höher. Und kann man hier gucken, ob ich jetzt irgendwas übersehen habe. Ist natürlich sehr normal, ne? Genau da, wo man reingeht, geht es erstmal kurz in die andere Richtung. So ist das. So, ich würde halt nur, wenn er jetzt irgendwie weiter runtergehen sollte, nach 10 Punkten erstmal Break-Even absichern lassen, weil ich natürlich auch nicht weiß, ob wenn ich hier einen ganz blöden Punkt habe, der sofort wieder zurückkommt. Ja, da wäre dann direkt um 9 Short, wäre dann doch nicht so falsch gewesen, aber gut. Allgemein wird ja eine Bewegung doch eher fertig gemacht. Das sieht für mich jetzt noch nicht aus wie irgendwie Abschluss. Da fehlt halt schon noch irgendwie so ein bisschen so ein Spike nach unten, falls er denn nach oben drehen möchte. Jetzt steht doch hier nicht auf der Stelle rum. Komm schon. Der Dow macht das gleiche in Grün, der turnt auch auf dem letzten Low einfach nur rum. Der ist natürlich auch für Short jetzt nicht unbedingt eine große Hilfe. Nichtsdestotrotz könnte der auch schon noch ein bisschen nach unten Impuls entwickeln. Aber hätte ich nicht gedacht, dass hier die 268 nochmal so akkurat, hier auch wenn es jetzt nur für irgendwie 28 Punkte sind, aber da halt so genau nochmal reagiert, da hätte ich eher ein bisschen was anderes vermutet. Aber gut, noch ist nicht vorbei. Ne? Fangen wir auch gerade erst an hier, sind ja erstmal die ersten paar Minuten. Aber das kann doch jetzt nicht sein, dass der jetzt hier nur noch auf der Stelle rumsteht. Das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben hier, mein lieber DAX. So, das wäre der Trailbeginn, falls er da runter springt. Wie gesagt, es ist erstmal nur eine kleine Position. Da rechne ich erstmal noch nicht mit allzu viel mehr hier im ersten Anlauf. Falls aber doch, kann man den ja natürlich auch genauso gut manuell verfolgen. So, Alexa habe ich heute auch schon beruhigt. Ich hoffe, die hält sich dran. Weiß nicht, wer
App, das dabei war. Aber da hat hier Alexa die ganze Zeit dazwischen gefunkt. Hier zu den Fragen. Also wenn es eine kurze Frage ist zum Stereo-Trader, ja. Ja, ich habe die Alexa in den Kühlschrank gestellt, genau. Wenn es eine kurze Frage ist, Philipp, gerne. Wenn ich weiter ausholen muss, dann klappt das eher nicht. Jetzt guckt ihr das mal an, ne? Das ist echt so. Meine Güte, kaum drin, ey, bewegt sich keinen Millimeter mehr. Kröte hier, das ist unglaublich. Das ist echt, das ist unfassbar. Ja, hier drunter, was man jetzt halt hier natürlich auch sieht, gut, inwiefern das jetzt halt viel Aussagekraft hat, hier ist natürlich irgendwo angeblich ein großer Käufer und da hat er natürlich dann gar keine Lust mehr hinzulaufen. Wenn das Volumen fehlt, wer soll das bedienen nach unten? Und das kann natürlich dann sein, dass das jetzt der Grund ist, warum da jetzt erstmal nichts passiert. Wobei wir natürlich aber auch hier die Kasse haben und nicht nur den Future, darf man halt auch nicht vergessen. Aber trotzdem könnte das hier mit reinspielen. So, 12, 2, 3, 3. Das sagt mir irgendwie alles gar nichts. Das hat jetzt so ein Punkt, keiner kauft, keiner verkauft, irgendeiner wird es auf den Knopf drücken müssen. Und von mir aus kann er nochmal hochgehen, mich da oben abholen. Das habe ich auch nichts dagegen. Trademarker. Nee, das kann ich dir gerade irgendwie nicht so wirklich beantworten, Philipp. Ich weiß nicht, was mit Trademarker gemeint ist. So, jetzt komm schon. Meine Güte. So, da kann man nämlich hier jetzt auch schon wieder zurückgehen auf den 15 Minuten, zumal jetzt ja auch die erste 15 Minuten Kerze ja auch fertig wird. Ich glaube, mit Trademarker ist gemeint, dass man nachträglich die Trades, die man gemacht hat, im Chart anzeigen lassen kann. Ach, der Thorsten ist da. Runter jetzt. Heute bin ich bei dir, mein lieber Thorsten. Wollte ich ja schon eine Nachricht schicken, wollte schon fragen, ob du nicht Lust hast, nachher hier auch was dazu zu sagen. Zu dem Markt. Also im Bild her hat das halt für mich jetzt oben fertig, aber das Problem ist halt die Zeit, dass es halt hier über Nacht gelaufen ist. Das ist halt nicht so klasse. Jetzt hängt er hier rum. Das ist wirklich unfassbar. Also nicht der Thorsten hängt hier rum. Ich meine, der DAX hängt hier rum. Ne? Also Thorsten hängt auch gern immer wieder hier rum. Hört man mich? Ja. Ach so, weil du mich so gekonnt ignoriert hast. Habe ich? Wieso? Was war da? Was hast du gesagt? Ich meinte, Entschuldigung. der Teilnehmer meinte mit Trademarker die Möglichkeit, die Trades im Chart anzeigen zu lassen. Ach so, da habe ich schon gesagt. Ach so, ja, kann sein. Habe ich nicht? Habe ich das nur gedacht, dass ich das gesagt hätte? Das ist natürlich auch möglich. So, komm. Ja, da unten der Kollege, der muss weg. Angeber. So, wäre jetzt natürlich eigentlich schick, wenn wir hier einen Rücklauf kriegen, ne? Bis da oben hin, weil da haben wir jetzt im M15, sieht man das ja ganz nett. Da haben wir jetzt halt hier einfach auch die letzten Supports an der Stelle. Aber die Gefahr ist halt immer, das ist nur Future Handel und wir sind im Kassa. Deswegen einfacher wird es eigentlich immer,
wenn man halt die Marken oder solche Punkte dann halt in dem jeweiligen Markt dann halt auch hat. Das heißt, also wir haben ja hier um 9 Uhr fangen wir ja an, entsprechend mit dem Kassahandel. Da haben wir natürlich andere Marktteilnehmer und ein anderes Volumen, wie jetzt zum Beispiel über Nacht. Ja. Und das ist halt auch klar. Und deswegen ist das immer nur bedingt relevant. Wäre das jetzt hier von gestern, wäre das gar kein Problem. Dann wäre das relativ safe. Aber so hat er natürlich auch im Zweifelsfalle gern mal Lust, einfach mal trotzdem da durchzulaufen. Deswegen ist es immer ein bisschen schwieriger oder beziehungsweise ich orientiere mich dann eigentlich immer lieber am Vortag und an den Punkten, die er dann eben auch im Kassehandel gemacht hat, weil man dann halt eher so die Gewissheit hat, dass dann doch höchstwahrscheinlich eher die gleichen Marktteilnehmer auch nochmal dabei sind und nicht irgendwie komplett andere. Also es ist halt echt widerlich, ne? Irgendwie, da geht es mal ein bisschen runter und schon geht es wieder nicht weiter. Wie gesagt, nicht nachmachen. Heute unterstreiche ich das auch wenn es ja sonst oftmals eine gute Idee ist. Aber ich bin im Zweifelsfall länger hier dran, als das Webinar halt andauert und habe natürlich auch die Möglichkeit, den Ansatz nachher nochmal weiter zu verfolgen. Thorsten stänkert wieder. Was Gap schließen wäre denkbar? Haben wir doch schon, Norbert. Kassa Gap ist da oben. Beziehungsweise Kassa Schluss, das ist ja, eigentlich ist das ja schon erledigt. So, hier haben wir jetzt den POC von heute. Herrgott, DAX. Das ist ja nicht dein Ernst. Aber ich packe mal noch eine dazu. Bin mal nicht so. Kann ich ja hier oben auch wieder rausgeben. Falls er irgendwie doch wieder zurücklaufen sollte, ne? Das, ich meine, das ist halt auch beim Skalieren. Ich kann ja auch genauso gut, ich muss ja nicht immer unbedingt im Gewinn die Teile auflösen, kann ja genauso gut den Verlust auch wieder hier die Hälfte rausnehmen, hier oben die paar Punkte dann halt schenken und mich oben wieder neu eindecken. Ist im Zweifelsfall natürlich ein bisschen Arbeit, aber in der Regel funktioniert es halt. In der Regel funktioniert das. Wird doch jetzt mal ein Spiky nach unten kommen. Das gibt's doch gar nicht. Ein bisschen macht, gehe ich hier raus. Ja, das, ich lese hier gerade so, ich handle das Gegenteil, Long und so weiter. Ja, das kann alles funktionieren. Ne? Das Einzige, was mich halt einfach nach gestern am meisten stutzig macht, ist halt das Volumen gestern. Das war unterirdisch. Und auch vor allen Dingen im DAU, das war ja halt, das war ja ein einziger Squeeze über den ganzen Tag, also bis in die Nacht rein. Ne? Mit schlappem Volumen, da hat man schön gesehen, von den Großen ist da keiner dabei. Und wenn das mit schlappem Volumen nach oben gedrückt wird, dann früher oder später kommt dann einer und macht den großen Topf auf und dann geht das ratzfatz in einer Bewegung halt mit der ganze Anstieg dann wieder abverkauft. Und deswegen habe ich hier so ein bisschen Manschetten vor Long, vor allen Dingen jetzt hier. Ich habe hier nichts, ja. Also dem Braten würde ich nicht über den Weg trauen. Deswegen lieber hier Short, auch wenn es jetzt irgendwie zweimal, dreimal daneben geht, aber ich rechne schon damit, dass wir heute da halt noch einen größeren Verkäufer irgendwo auftun werden, der uns das Ding ein paar Punkte nach unten schiebt. Und selbst wenn es heute nicht ist, dann morgen. Aber damit rechne ich halt schon. Eben weil wir halt den Anstieg, den merkwürdigen da halt gestern hatten. Ich sag mal, ein bisschen will man mich hier veräppeln, ne? Wie lange stehen wir jetzt hier in der 5-Punkte-Range schon? Seit 15 Minuten, kann das sein? Das gibt's doch überhaupt nicht.
Das gibt es echt nicht. Möchte noch alle, die jetzt noch reingekommen sind, einen guten Morgen wünschen. Natürlich guten Morgen, Thorsten, Timo. Schön, dass echt so viele hierhin es schaffen und dir zuhören, lieber Dirk. Ja, ne? Unglaublich. Kann ich auch nicht verstehen, aber ich finde es toll. Nein, ich freue mich natürlich auch, logischerweise. Und ich finde es halt auch immer ein bisschen einfacher, halt hier am Bild, am laufenden Bild natürlich zu erklären, wie wenn man dann halt irgendwie in der Gruppe immer irgendwas postet. Das geht zwar auch mal, aber es ist halt nicht immer so einfach nachzuvollziehen. Ist das hier natürlich schon ein bisschen entspannter. Oh meine Güte. Ja, Thorsten sagt es, der hat schon lange Feierabend, der hat schon Ja, das seinen ist schön. ersten Eistee getrunken. Ja, super. Ich nicht. Macht der Thorsten eigentlich auch immer mit Webcam? Hatte früher mal, aber schon Ja, lange ne, jetzt nicht mehr. nicht mehr, ne? Ja, dann geht das schnell. Aber wenn man sich morgens erstmal restaurieren muss, dann kann man nicht gleichzeitig noch handeln. Mit Thorsten. Der frühe Fänger, jetzt kommen wieder die Sprüche hier. Alter Schwede, das ist doch alles nicht wahr. Da ist nichts bei dem Punkt hier. Es geht nur einfach nicht weiter. Es ist unglaublich. Das Problem ist es nur, wenn es jetzt hier nicht weitergeht, dann werden die halt auch hier im Nirvana drehen und dann halt wieder obenrum irgendwo versuchen. Und ruckzuck stehen wir hier wieder auf der Stelle. Ah, das ist ja wirklich, das ist gemein. Das ist mies. Das ist echt mies. Müssen wir hier am iPad mal gucken, mal eine andere Perspektive ab und zu. Ich habe nur den Dauer auf. Ich mache da auch den DAX auf. Der steht da echt nur dumm rum. Das ist nicht zu glauben. 4, 5. Ich glaube, der hier liegt nicht so gut. Der liegt nicht so klasse. Sag ja, ne? So, vorher noch gesagt, direkt Short ist, glaube ich, keine gute Idee. Mal kurz abwarten, ey, wie man es macht, das ist falsch. Wie man es macht, ist es falsch. Aber das war ja wirklich jetzt bis jetzt nichts an Bewegung. Trotzdem, wie gesagt, kann sein, die das Ding jetzt hier zurückkaufen und dann rennen wir möglicherweise auch da oben durch. Da muss man nochmal neu ansetzen. Aber hier die 5 Punkte rauf und runter, die gehen echt gar nicht. Sondern hier 5 hatte ich ja gerade gesagt, keine gute Idee. Deswegen habe ich den da mal weggenommen. Das sind nämlich hier im 5-Minuten-Chart. Kann ich hier nochmal kurz zeigen. Eben auch so in die letzten Punkte. Deswegen halte ich den da mal kurz ein bisschen weg davon. Ach ja. Ja, ne? Hier leiden zumindest mal ein paar mit mir. Matthias schreibt auch, wenn ich mir den M1 angucke, wird mir ja schlecht, wie er einfach nur auf der Stelle zuckelt. Ja. Das unterschreibe ich sofort. Das ist ja an Wohler schwer zu unterbieten, was da gerade los ist. Ich glaube, ich habe gerade aus Versehen meine Webcam angemacht. Na gut, heute Was? nicht mit dem. Wo? Her damit! Ist allemal spannender als was der DAX hier jetzt gerade treibt. Kannst ruhig machen. Hier rennt nichts weg, wie ich schon Nee, sagte. nee, nee.
Ich sah, glaube ich, sehr Ordentlich. konzentriert aus. Jetzt haben wir halt hier echt, ne, so ein paar Punkte in der Eröffnung hier im POC ausgebildet. Also schon ein bisschen albern. Das ist schon ein bisschen albern. Trotzdem glaube ich dem das irgendwie auch nicht, dass der ab hier jetzt irgendwie. Ist halt ein Nichts. Warum sollte da jemand. Ja, okay. Sag ich doch. So, dann machen wir fertig da unten. Komm schon, Kleiner. Also. Ja, da war jetzt der Kandidat hier schon. Es. Ich kriege hier keinen Stich, ne? Hat hier einer. Aha. Sieht aus, als wäre es fake gewesen. Das ist er nämlich gerade abgehauen wieder mit seiner Order. So. Das wäre also die erste Anlaufstelle unverändert. Also wer es gemacht hat, es nicht lassen konnte, nachzuhandeln, hier gibt es 4 Punkte vom Markt geschenkt. So, jetzt kommen die 9:30 Uhr Jungs. Mal gucken, was die schon wieder für einen Plan haben, weil die drehen es ja auch gerne mal ganz schnell um. Was? Thorsten hat Minilot nachgelegt. Das muss der Grund gewesen sein. Das ist aber echt, also. Die sind immer so unkonsequent. Die DAX-Händler. 27. So, jetzt hier wäre jetzt erstmal. Gucken, wenn er hier zuckt. Muss nur Geduld haben, Dirk. Ja. So, ne? Hier machen wir jetzt auf jeden Fall mal ein paar Punkte. So, ich lasse den jetzt hier mal das Break-Even-Ding jetzt erstmal drin, ne? Weil falls wir jetzt hier wieder hochzucken, muss ich ja nicht unbedingt. Den Trail mache ich auch mal raus für den Moment. Muss ich ja da nicht unbedingt dabei sein. So, hätte jetzt aber hier die Position von eben bezogen. 10 Punkte jetzt erstmal soweit safe. Das muss ich mir erstmal angucken, Norbert. Das. Der Norbert sagt, ich soll das nicht rausschneiden, mein kurzer Auftritt hier. Warst du drin? Ja, die Webcam war an für ein paar Ja, Sekunden. aber Ich ich habe habe dich das nicht aus. gesehen. Ja, zum Glück. Aber anscheinend genug Leute. Das ist reagiert hier schon, ne? Sieht man ja schon recht deutlich. Da muss man eine Ecke höher nochmal ansetzen. Vermutlich, da wird es wahrscheinlich rausfliegen, ne? Okay. So, das war natürlich eine Riesenposition. Aber okay, es passt aber jetzt erstmal. Also das ist, hätte natürlich jetzt auch hier unten ganz auflösen können, aber ich habe es ja im Vorfeld gesagt, ich will das mal mir angucken, bis da unten hin zumindest. Und weil das wäre halt plausibel jetzt, nicht wegen dem, nochmal, nicht wegen dem EMA 200. Wer hier öfters mal dabei ist, der weiß, ich gebe da gar nichts drauf, sondern eben halt. Weil wir halt hier eine schöne Umkehrformation haben nach oben, weil hier der Point of Control von gestern ist. Das sind die Gründe, warum das halt hier für mich kritisch ist. Da kommt der EMA bestenfalls dann halt nochmal als Argument dazu. So, und jetzt gucken wir mal, wie man Rücklauf, bis wohin der läuft. Und dann kann man den eigentlich eher nochmal neu eindecken. Hier oben wäre natürlich Premium in dem Bereich. Das wäre knapp unterhalb der Eröffnung. Ne? So, hier sieht man schon wieder 9:30 Uhr, die geben wieder Vollgas. So, machen wir hier gleich mal den ersten. Und hier oben dann an der Eröffnung, beziehungsweise knapp drunter.
dort dann halt den zweiten. So, weil was er noch machen kann, er kann ruhig noch ein neues Tief machen. Wir haben halt hier Pivotpunkt, haben auch hier noch ein bisschen Platz, auch nach unten. Und wir haben die 39 ohne Korrektur gestartet. Also ich würde normalerweise hier schon ein bisschen mit größeren Positionen arbeiten, aber da wir hier so ein bisschen im Nichts stehen, fühle ich mich da nicht so wirklich wohl damit. So, gucken wir da noch Nachklatscher hier kriegen. Oder wie gesagt, den hier oben nochmal abholen. Da wäre ich natürlich auch ein Freund von. So, der Thorsten verabschiedet sich und sagt, da ist noch Platz nach unten bis 8.750. Ist klar. Also, der Thorsten macht halt immer Weltreisen, das muss man dazu sagen. Und wir kappeln uns auch regelmäßig. Weil ich immer sage, Thorsten, geh long. Und er ist auf gar keinen Fall. Und ich habe natürlich aber halt auch immer so die kurzfristige Bewegung halt im Blick. Und der Thorsten ist dann halt immer über mehrere Tage oder auch mal Wochen halt mal drin. Deswegen verwirrt es auch schon mal einige, die da mitlesen, die dann auch nicht so recht wissen, was sie da von uns halten sollen. Wir sind uns im Großen und Ganzen da schon einig, ne? Mit runter. Ob jetzt so weit, weiß ich nicht. Aber ich versuche halt immer abends flat zu sein und der Thorsten, der kann halt auch noch, der Thorsten, der kann halt auch noch irgendwie ruhig schlafen, wenn er irgendwie mit 100 Kontrakten short ist, da würde ich einen Nervenzusammenbruch kriegen und Albträume. Das geht halt nicht. So, was ist er hier wieder am Lästern? Er kann sich nicht von dir trennen, Dirk. Ja, ich merk's. Gib ihm doch ein Mikro. Möchte er nicht. Will er nicht, traut sich nicht. Aber nur mit Webcam, Thorsten, ne? Weiß Bescheid. So. Mal gucken, was die erste 5-Minuten-Kerze. Also, ich schalte mal nochmal zurück. Mal gucken, was die hier treibt. Ja, bis jetzt nicht viel passiert. Setzt hier unten an, also hier 9:30 Uhr ohne Docht, ohne alle, ohne Lunte, ohne alles. Das funktioniert meistens auch nicht. Sieht immer aus nach abrupter Short-Auflösung. So irgendwie Punkt 9:30 Uhr ist da irgendein Algo einfach am Start gewesen, hat aufgelöst. Short. Mehr war es nicht. Thorsten ist ein Jogginganzug. Du weißt aber schon, dass ein Jogginganzug auch zum Joggen eigentlich da ist, ne? Das will ich ja gerne mal sehen. Ich habe Thorsten noch nie, also Sport. Geht das? Thorsten Helbig und Sport? Jeden Morgen, ja, ist klar. Was treibt der DAO eigentlich? Gott, ach, du ahnst es nicht. Gucke ich mir am besten gar nicht erst an, was der da schon wieder treibt. Ich einfach nur. Ich muss es mir angucken, hilft ja alles nichts. Hier einmal kurz drunter gedippt unter die 70 und versucht schon wieder auf der Oberseite. Was ein Stresskopf. Aber passt natürlich insofern, ne? Weil hier war halt auch der letzte Außenstab. Da sieht man hier schön hier die Stundenkerze. Da hat er mal kurz das Low angetestet. Das ist soweit legitim, solange das Ding noch long läuft. Die Frage ist aber auch hier, bis wohin soll das Ganze funktionieren und läuft hier einfach jetzt auch erstmal nur zum Point of Control zurück. Mehr ist da jetzt noch nicht passiert. So, aber hier die 5-Minuten-Kerze, ein bisschen hochgeschlossen, ne? Also irgendwie zumindest mal hier über diesen Punkten. Aber das ist halt alles irgendwie, das ist keine Wohler. Das geht gar nicht.
Das geht echt gar nicht. So. Schön am Aber es. POC von gestern abgeprallt. Ja, klar. Das war ja halt irgendwie so ein bisschen zu erwarten. Deswegen ja auch meine vorsichtige Positionierung. Und hier sieht man das natürlich jetzt im Bild, mal abgesehen davon, dass wir hier mit der 9:30 Uhr Kerze, dass wir da überhaupt nichts nach unten hin haben, ist das aber dann jetzt schon eher ein Bild, was nach oben auflösen kann. Ne? Weil sieht man hier vorhin irgendwie kurze Range, ging nicht weiter. So, dann muss man halt mal tiefer ansetzen und dann kann das Ding halt nochmal neu starten. Das ist halt eigentlich total typisch vom Verhalten her. Und jetzt hätte es halt auch eine Chance, uns da wegzublasen mit dem Short. Wie gesagt, so einfach wird das nicht werden mit Short. So, jetzt kann ich hier nochmal Luft holen. Das bringt nichts. Also ich werde die jetzt nicht festhalten, ne? Deswegen sichere ich die jetzt halt auch ab. Aber ich kann mir gerade irgendwie nicht wirklich vorstellen, nachdem wie das hier unten wieder zurückgekauft wurde, dass das jetzt einfach nach unten durchfällt. Würde mich doch sehr wundern. Wenn wir jetzt halt hier ein paar Punkte noch mitkriegen, dann ist es okay, dass wir hier unten, hoppla, nicht short, sondern hier unten irgendwo auflösen. Das wäre natürlich nett. Und dann kann er gerne versuchen, die 268 nochmal zu attackieren. So, jetzt hier nochmal am POC. Da kann man jetzt einfach so nachgehen. Und entweder reagiert er hier jetzt schon oder, wie gesagt, spiked nochmal kurz drunter. Zumindest mal unter die Eröffnung. Und wenn nicht, ist auch okay. Also man kann halt leider nicht immer perfekt in den Markt reinkommen, aber ist ja auch, wäre auch ein bisschen zu einfach, wenn das so wäre. Geht ja auch darum, dann halt irgendwie mit dem Markt klarzukommen, wenn er irgendwie nicht so ganz die Richtung will, die man am liebsten hätte, und dann aber zumindest man halt irgendwie auch jetzt nicht unbedingt dann drauf zahlt. Dann halt eben auch die Bewegung so ein bisschen verstehen kann. Wie kann man die POCs vom Vortag verlängern, dass man die sieht? Das geht mit dem VPOC-Add-on. Damit geht das ganz einfach. Das habe ich jetzt hier nicht drin, weil ich jetzt in der Beta bin und der VPOC ist hier in der letzten Fassung bei mir nicht dabei. Also das Tool vom Orkan Kuyas. So, ne, da unten jetzt nochmal hier. Den bauen wir mal kurz nach. Zack, so, ist okay. Das ist halt typisch, ne? Übrigens für die Scalper. Hier, 9:30 Uhr war das halt hier, die Kerze gestartet ohne Lunte. Die wird dann halt nachgebaut. So doof es klingt, aber es ist halt echt so, ne? Weil halt eben, wie ich halt vorhin meinte, es liegt wahrscheinlich daran, dass halt irgendwie sowas entsteht, wenn halt ein Algo wirklich auf die Sekunde zuschlägt und Positionen auflöst. Aber der manuelle Handel setzt da meistens noch irgendwie einen nach. Beziehungsweise, das ist eine reine Auflösung von Short-Positionen, ist ja nicht Long. Das ist ja einfach nur Short aufgelöst. Das sind ja keine echten Käufer. Und die echten Käufer versuchen natürlich halt, so tief wie möglich reinzukommen. In dem Fall war es 9:28 Uhr. Nee, es war 9:30 Uhr. Eindeutig. Das hier ist ja die 5-Minuten-Kerze, die letzte abgeschlossene und die hat um 9:30 Uhr ist die gestartet. So, das ist natürlich auch hier wieder mega wischiwaschi. Das kann jetzt halt auch wieder alles werden.
ein Teilnehmer fragt, ob du jetzt nun Long oder Short bist. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ne? Ich muss, also, wenn es darum geht, ich sag mal, hier eine Position irgendwie für den ganzen Tag aufzubauen, was ich ja eigentlich am liebsten immer mache, ne? Dann ist das halt hier einfach der falsche Punkt, höchstwahrscheinlich, weil wir kleben ja hier, das sieht man ja im Stundenchart, sieht man das ja ganz deutlich, ne? Wir hängen hier über dem alten Tief, also von gestern, ne? Wo es halt deutlich reagiert hat. Und also generell, der Markt ist long, ne? Also da gibt es überhaupt gar nichts zu diskutieren drüber. Der ist long, wenn man sich halt einfach die Bewegung hier anguckt, ne? Hier mal ganz grob. Ich habe hier halt auch das MTO Live nicht drauf. Wie gesagt, ich bin hier in der Beta, deswegen kann ich da momentan nichts automatisch zeigen. Aber halt hier hoch, dann halt hier tief, neues Hoch, kein neues Tief, höheres Hoch, immer noch kein neues Tief. Das ist ganz klar long. Und Short sind wir erst, wenn wir hier unten durch sind. Ne? Also wenn wir hier deutlich drunter laufen und dann hier vielleicht an der 213 nochmal einen Rücksetzer kriegen und dann kann das halt auch nach unten fortgesetzt werden. Aber aktuell ist das Ding long. Und was ich ja vorhin versucht habe, war halt die Bewegung zu kriegen. Also von der 268 letztlich ja dann halt kommend bis zur 213. Weil dann, wenn ich da natürlich hier oben drin bin oder jetzt drin geblieben bin, ne, dann kann ich mir hier natürlich in Ruhe angucken, ob das hält oder nicht. Aber an der Stelle hier, das ist für mich absolute No-Go-Area, ne, weil es halt einfach, also hier werden halt einfach die Marktteilnehmer jetzt entscheiden müssen, ob es jetzt halt hier das nicht ganz so tiefe Tief nochmal nutzen, um halt hier nach oben versuchen fortzusetzen, oder ob es wohl hier jetzt wirklich durchbrettern. Und deswegen, der Markt ist hier gerade gar nichts. Weder long, ob long, ob short, das Geld ist fort. Schreibt hier gerade die Olli, habe ich auch nicht gehört, ist gut. ja, ne? Also an der Stelle, ja, definitiv, ja. Das ist nicht gut. Deswegen kann ich nicht sagen, ob ich jetzt hier long oder Short, also der Markt ist long, ohne Zweifel. Und man muss einfach jetzt abwarten. Also wenn man da irgendwie vernünftig handeln will, zumindest. Man kann jetzt natürlich zocken und kann sagen, wow, der geht bestimmt da unten durch, ne? Und die Glaskugel auspacken. Das ist aber höchst gefährlich, ne? Weil es sieht ja gerade so aus, so der hängt ja da so schön und kann schon sein, ne? Aber kann auch sein, dass nicht. Und das ist halt, da darf man sich nicht von irre leiten lassen, nur weil der mal gerade so ein bisschen komisch da aussieht. Ne? Das ist nicht fertig. Die Stunde hat noch eine Viertelstunde, bis die fertig ist, kann genauso gut nach oben durchrennen. Deswegen hier ist nichts. Und wenn man sich nur mal so anguckt, jetzt hier auch in 5 Minuten wieder, kein neues Tief. Ne? Also hier jetzt einfach nur den Docht nachgebaut in der 30-Minuten-Kerze. Die kann ich ja mal zeigen, damit man es vielleicht ein bisschen besser versteht. Ne? So, da haben wir jetzt halt ein Docht hingebastelt. So, wir schweben immer noch über dem Punkt, wo er vorhin halt um 9 Uhr schon gebremst hat. Der wird gerade schon wieder zurückgekauft. Das ist nicht Fisch, nicht Fleisch an der Stelle. Das ist nicht gut. Also im Zweifelsfalle eher long sogar, ne? Weil ich nicht mir anmaßen kann zu sagen, ja, die verkaufen jetzt bestimmt da unten durch die 213 durch. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Wie gesagt, generell ja, im Daily glaube ich schon, dass wir da heute oder morgen runterkommen. Aber die Frage ist immer, ab wo, ne? Man kann natürlich dann sagen, gut, ich gehe short und glaube da jetzt dran. Dann sollte man aber auch irgendwie mit einem Stop von 200 Punkten klarkommen. Und sonst macht das wenig Sinn. Ich meine, was man natürlich machen kann, ist jetzt hier halt auch mal das Volumen im Auge behalten. Und halt mal gucken, in welche Richtung das drückt oder zieht, wie auch immer, beziehungsweise schiebt. Das ist dann natürlich schon nochmal eher hilfreich, aber man sieht ja auch, der Markt selber, ne, der weiß gerade selber nichts mit sich anzufangen hier an der Stelle, weil es halt einfach total ungewiss ist. Meine, was man natürlich auch sieht, hier in 5 Minuten, wir haben zwar ein höheres Hoch, wurde direkt wieder abverkauft und hier halt direkt wieder zurückgekauft. Ne? Es kann auch sein, dass wir jetzt eine Mini-Range kriegen zwischen hier der 228 und der 245. Das ist auch möglich. Ich meine, wäre jetzt auch nichts Neues, wenn der DAX mal ein paar Stunden auf der Stelle tritt. Das kennt man ja auch.
Also wenn Short, also ich meine, wenn ich es gut finden würde, würde ich es ja machen. Hier an der Stelle. Ich mache es aber nicht hier an der Stelle. Und das hat seinen Grund. Dann lieber irgendwie höher nochmal ansetzen, wobei man dann aber auch da aufpassen muss. Er hat nämlich jetzt hier, ich habe ja vorhin gesagt, hier oben, das wäre so der Premium-Kandidat. Da muss man jetzt aber auch langsam mit aufpassen, weil wir sind ja schon mal da oben hingelaufen, kurz vorher gebremst, machen hier unten keine neuen Lows. Und wenn sich das da unten einfach nur sammelt, dann kann das hier oben an der Stelle auch schon wieder eng werden. Ne? Da kann es genauso gut sein, dass wir eine von diesen Bewegungen kriegen, die man halt, man denkt so, was ist jetzt los? Oder einfach ein Stück nach oben durchläuft. Wäre möglich, ne? Weil hier unten passiert gerade erstmal nichts. Deswegen mache ich den sogar mal weg. Erstmal und guck mal. Gibt es den Ansatz noch mit einem möglichen Anlauf an 12886? Ja, klar. Also das wäre ja halt, das wäre auch so meine erste Station, wenn der wirklich short gehen sollte. Und dann wäre das ja auch absolut plausibel, die 12886, das ist hier unten, ne? Den hier brauchen wir eigentlich nicht mehr wirklich. Ja, ist mir egal, okay. Dann wäre das halt auch schon so der erste Punkt, der halt plausibel angelaufen werden sollte, beziehungsweise eigentlich hier oben halt auch dieses Cluster, was wir halt hier haben, ne? Und da sieht man ja irgendwie ein paar Tage dran gescheitert und dann halt mit Schwung durch. Das heißt, ich glaube, die 12.960 ist das halt. Die in Kombination, kann ich mal gucken, ob ich die hier eingezeichnet kriege. Das hat hier so die Eröffnung, müsste das sein, genau. Also, ich hoffe, man kann es erkennen, die Eröffnung von dieser Tageskerze, wo der Widerstand nach unten war. Und wäre halt auch entsprechend unter diesem Long-Ausbruch ein kleiner Dip drunter. Das wäre so die allererste Anlaufstelle, die 12.960 und dann die 12.886. Und wobei man aber hier halt auch schon wieder mit deutlich Support rechnen müsste, wenn er jetzt als Beispiel darunter schiebt. Und von dort geht es auch im Zweifelsfall ganz schnell wieder hoch. Und das ist überhaupt nicht vom Tisch, ne? Also im Gegenteil. Aber wir sind aber momentan immer noch hier oben in der Range. Und das wird natürlich erst zum Thema, wenn wir da unten wieder rausbrechen. Also wenn wir hier irgendwo unter der 13.160 nochmal schließen, dann halte ich es für recht wahrscheinlich, dass wir die halt auch ziemlich zackig dann auch kriegen. Nur hier, ich tue mich hier an der Stelle wirklich schwer, mich da jetzt festzulegen. Ich meine, ich lege mich ja gerne fest. Also wer meinen Blog mitliest, der weiß das ja auch. Und bin ganz selten irgendwie unentschieden. Aber hier erstmal noch nicht. Erstmal noch nicht. Ja, mir weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ne? Also wir können jetzt halt irgendwie mal abwarten, wie die Stunde schließt. Das können wir natürlich schon noch machen. Vielleicht erkennt man dann schon ein bisschen mehr. Kann ja sein, dass wir da unten halt drunter rutschen. Schon möglich. Ja, ist natürlich überschaubar. Aber 0,4% ist ja trotzdem okay. Wir haben halt auch noch den Pivot, ne? Und das kommt, spielt halt auch nochmal mit rein. Also ich bin jetzt auch nicht irgendwie, ich sage so, Pivot, da handle ich immer irgendwie genau in die entgegengesetzte Richtung. Es funktioniert halt nicht, ne? Aber sind halt einfach Stellen, die gerne angelaufen werden. Und hier haben wir ihn halt. Ne? Und der passt jetzt halt auch noch dazu. Und vielleicht ist er deswegen auch nur hier noch nicht fertig, weil da halt einfach nochmal einiges an Orders dann halt liegt. Und von da kann es dann genauso gut nochmal hochziehen. Wir haben noch 10 Minuten, bis die Stunde fertig ist. Das ist eine Menge Holz. Und wenn ich mir das bisschen wohler da angucke, ne, wir sind gerade mal 30 Punkte unter der Öffnung. Zweifelsfalle geht das mit 2 Minuten Kerzen. Das auch wieder zurückzukaufen. Das ist kein großes Ding. So, ich gehe mal hier eine Minute. Weil wäre ich schon fast eher jetzt hier dabei.
nach Long Ausschau zu halten, wenn er jetzt da unten aufsetzt. Aber auch nicht hier direkt am Pivot, sondern mal gucken, ob er eine kleine Kurve drunter bastelt. Und dann eben über der 213. Das ist halt relativ ungefährlich, ne? Weil wir hier natürlich jetzt halt auch die Strecke nach oben, beziehungsweise das Risiko, was man jetzt halt hier hat, ist natürlich um einiges kleiner, wie wenn man shortet. Und oft ist es ja eben so, dass halt zur deutschen Session irgendwie gar nichts entschieden wird, sondern halt irgendwie dann halt ein bisschen runter, ein bisschen rauf und dann bleibt es stehen, bis die Amis kommen. Und wenn mehr Volumen in den Markt kommt, und dann folgen auch oft erst die Entscheidungen. So, jetzt bin ich mal wirklich mal gespannt, falls wir die jetzt nochmal sehen. Die 213. Ja, wäre hier noch ein bisschen weitergekommen, ne? Aber das ist schon okay. Ist natürlich dann hier auch isoliert auf 5 Minuten betrachtet, war es hier einfach dann bis jetzt erstmal ein kleiner Fehlausbruch. Aber es ist eben auch nur 5 Minuten Betrachtung. Ob long, ob short, das Geld ist fort. Den finde ich gut. So, das, ach, okay. Der Norbert vorhin mit dem Gap, ne? Du meinst das Gap von gestern, ne? Ja. Da hat von der Norbert gemeint, irgendwie ein Gap Close wäre ja möglich. Ja, genau. Ja, das wäre natürlich böse, ne? Also, weil, wenn das erstmal zu ist, dann ist hier oben Feierabend. Also, weil da mal eben hin und dann wieder hoch. Das könnte schwierig werden. Aber man darf halt bei solchen Dingern halt nicht vergessen, da spekulieren natürlich auch super viele drauf. Gestern auch, ne? Hat man ja gesehen, da geht dann einfach nichts mehr weiter, sondern geht dann halt hoch. Deswegen bin ich da immer eher so, weiß nicht so ein Freund davon, dass halt solche Gaps zu sehr in die Betrachtung mit reinspielen. Was natürlich ganz oft dann irgendwie so Wunschdenken dann auch ist. Was macht der Dow? 051, ach, der Dow geht ein bisschen runter, okay. Na, da war nichts mit Aufsetzen hier oben. Der schnappt sich jetzt wahrscheinlich hier unten den. 53, ja, Dow drückt ein bisschen. Mal gucken, ob er was veranstaltet mit der 38. Das ist ja wie gesagt 39. Die Unterseite. Aber hier. Ach, der Markt ist leider langweilig. Ich hoffe, ihr seid nicht alle eingeschlafen. Aber ich kann ja nichts für. Short Limit bei 50, bei 50. Und die 250, nee, die habe ich jetzt erstmal rausgenommen, ne? Sandro. Weil halt, das macht keinen Sinn, ne? Also, weil das würde ja bedeuten, wir kriegen hier nochmal neues Hoch. Und damit ist halt, das M1 zeigen würde, ich mache es da kleiner, da kann man es vielleicht besser erkennen, ne? Weil da haben wir halt von hier oben kommend irgendwie halt ein Tief. So, beziehungsweise. So rum betrachtet. Wir kommen von oben, haben ein Tief, haben aber hier, stopp, andersrum. Von da nach da. So, hier haben wir ein Hoch, ein Korrekturhoch. Da haben wir ein neues Tief. So, und dann haben wir ein höheres Hoch und dann halt hier jetzt nochmal ein tieferes Tief. Und das heißt, wenn wir hier nochmal höher kommen, da gehe ich nicht mehr short hier oben, weil dann halt eigentlich die Geschichte hier bestätigt ist und damit halt auch der Trend umgekehrt ist, also zumindest mal im 1 Minuten. Und deswegen will ich da oben nicht unbedingt nochmal short ansetzen.
Weil das wäre halt, glaube ich, dann schon Quatsch, ne? Also dann halt irgendwie zweimal höheres Hoch und dann nochmal neues Tief. Das hätte schon eher Seltenheitswert. Deswegen habe ich die vorher nach oben rausgenommen. Unter anderem, ne? Ich habe es ein bisschen anders erklärt eben. Aber halt das Prinzip ist eigentlich das gleiche. Es macht keinen Sinn, glaube ich, da oben Shorts zu suchen. Dann lieber halt irgendwo hier in dem Bereich, wo wir hier halt die letzten Aufwärtsbewegungen haben. Also hier oben bei, ja, sind wir schon wieder bei 268, ne? Also da knapp drunter, das macht halt schon mehr Sinn, als jetzt hier irgendwo im Mittelfeld. Wobei das jetzt natürlich auch nur irgendwie 15 Punkte sind. Das sieht natürlich hier aus wie eine Weltreise, weil die Vola so gering ist. Oder setzt halt eben noch eins drauf. Ne? Also das ist gut, ne? Das ist absoluter Bug im MetaTrader 5. Schon mal gesehen? Guck mal, ich habe hier eine horizontale Linie. Die bewegt sich einfach nicht mit. Das ist echt schon ein bisschen schräg. Ich habe mal gerade gesehen. Ich habe dir gerade gezeichnet. Die steht irgendwo, aber nicht da, wo sie soll. So, jetzt kriegen wir hier auch unten, kriegen wir auch Reaktionen. Also mich würde es nicht wundern, wenn der jetzt hier noch auf den letzten Drücker doch noch nach oben zieht. Was ist denn der Dow? Wenn er das macht, dann, dass jetzt hier nach oben läuft, dann ist natürlich hier die Anlaufstelle natürlich wieder der Kassaschluss von gestern. Aber ich gehe mal auf den M15 hier auf meinem anderen Schirm. Ja, es ist halt einfach nicht so gut zu handeln. Ich meine, ein paar Punkte waren ja jetzt hier drin, das ist ja auch okay. Dafür ist der Markt, dass er so unentschlossen ist. Oder wie seht ihr das? Ja, weil wir stehen einfach schon wieder am Point of Control von gestern. Kaufen wieder den Punkt zurück, den wir irgendwie um 9 schon gekauft haben. Geht es halt einfach nicht weiter. Und deswegen auch Short. Nicht von hier. Also wer unbedingt irgendwas handeln will, kann sich ja mal überlegen, ob er hier long geht. Das ist keine Empfehlung, ist klar. Aber was sagt das Sentiment eigentlich? Das hätte ich auch mal irgendwie aufmachen können vorher. Habe ich jetzt hier gerade nicht auf dem Schirm. Ich vermute mal, das ist Short, ne? Ich mal fast tippen. Rein so von der Bewegung her, die wir sie jetzt halt hier haben. So, 59. Gucken, also die Stundenkerze sagt uns jetzt nichts. Die sieht Short aus. Mehr nicht. Also hängt halt einfach hier mittendrin, kein neues Tief gemacht. Vielleicht kriegen wir noch mal einen kleinen Impuls jetzt hinterher. Aber dass der jetzt da unten einfach durchfällt, da glaube ich irgendwie gerade nicht dran. Noch 20 Sekunden, da bin ich echt mal gespannt, ob der jetzt nicht irgendwie halt, weil hat man ja vorhin gesehen, ne, um 39. Wenn da jemand im 30-Minuten-Takt unterwegs ist, vor allem mit den Short-Auflösungen, kann natürlich sein, dass der jetzt gleich nochmal kommt. So, da passiert einfach nichts. Ne? Ja, Long Arm Pivot hätte also auch funktioniert, aber boah, Strecke, das geht gar nicht. Also, das ist halt schwierig zu handeln. Ich hätte eigentlich eher gedacht, irgendwie der macht eine kleine Biege drunter, aber der wirklich auf den Punkt hier reagiert und läuft dann halt 10 Punkte nach oben. Okay, kann man so machen. Gut, okay.
Also, alles unverändert, ne? Also, ich glaube, ich habe es ja halt eben auch erklärt, ab wann Short und warum das Ding Long ist, unverändert. Und ich würde hier echt aufpassen, ne? Mit der, bei der Stunde, ne? Also, wenn man jetzt irgendwie sagt, so, ich hier nochmal die Stunde hoch und dann nochmal runter, ich wäre da echt vorsichtig. Das ist, sieht zwar aus wie eine Einladung, das hier zu machen. Das meine ich, ne? Also jetzt ja, man sieht es ja oft, zum Beispiel, wenn halt irgendwie, wie hier zum Beispiel, hier haben wir gestern irgendwie die Abwärtsstunde, da gibt es eine Korrektur in die Kerze rein und dann kommt nochmal einer hinterher. Aber hier, wenn man jetzt an der Stelle wirklich, also vor allen Dingen da oben drüber oder in dem Bereich, ich traue dem Braten hier einfach nicht. Ich traue ihm einfach nicht. Das ist vielleicht irgendwie auch nur ein falsches Gefühl oder Erfahrungswert an der Stelle, aber das sieht irgendwie nicht, das sieht zu einfach aus, die Nummer hier, als der jetzt einfach da unten durchfällt. Mir ist es echt so, wenn es so einfach aussieht, funktioniert es ganz, ganz oft nicht. Und deswegen so in dem Bereich Short, dann wirklich lieber nochmal hier oben drüber, so ab der 280 da oben, beziehungsweise dort in der Nähe, das schon nochmal wesentlich eher, ne? Vor allen Dingen, wenn es dann in einer Bewegung irgendwie da hochgehen sollte. Da wäre ich schon eher dabei. Auch dann muss man aufpassen, ob nicht doch die 268 gekauft wird. Weil der ist ja morgen so einfach hier abgeprallt. Ne? Genau wie gestern. Gestern war ja okay. Da habe ich auch den Short dazu gepostet. Das war ja auch alles fein. Aber halt es hier einfach nochmal in der 268 und dann ganz einfach runter. Also vielleicht überrascht der DAX mich da auch noch positiv und macht es tatsächlich. Aber das würde ich tatsächlich erstmal abwarten, ob das wirklich so sein wird. So, gut, mehr weiß ich nicht. Hat noch jemand irgendwie, kann ich noch 44,3, ja, Short-Sentiment, okay. Ja. Okay. Was? Sentiment ist Long. Long? Ja, mit 40, ja gut, das ist ja eher, das ist ja alles 50-50, ne? So ein bisschen. Ich gucke hier gerade mal noch die Fragen durch, ob da noch irgendwas übrig bleibt. Ja, Update. Ja, sobald die Beta durch ist, ne? Also die Beta ist online. Und also ja, die letzte Beta-Version ist online für die Testersgruppe. Die können halt mal ein bisschen mit rumspielen. Ich bin natürlich ja auch die ganze Zeit schon fleißig am Testen. Sobald es halt durch ist, kommt es natürlich dann auch, ne? Also es gibt so, an neuen Funktionen gibt es eigentlich nichts. Es gibt nur so ein paar Detailverbesserungen. Kann ich ja mal kurz zeigen. Solche Geschichten hier zum Beispiel. Also wo, überall da, wo man halt irgendwie Multifunktionsbuttons hat, also die jetzt zum Beispiel mit Control, STRG, Shift und so weiter. Wenn man da halt die Maus gedrückt hält, da geht halt hier überall so ein Menü auf. Ne? Das heißt, man braucht nicht unbedingt zwei Hände dafür, um die Funktion zu finden. Und das ist halt überall halt jetzt zum Beispiel drin. Also bei allen Buttons, die sowas halt haben. Hier halt auch, ne? Da kann man da oben entsprechend so ein paar Sachen auswählen. Und das ist das Einzige aber. Und ansonsten neue Funktionen nicht, aber halt entsprechend von der Stabilität und von der Bedienbarkeit, vor allen Dingen im MT5, glaube ich, hat sich das drastisch verbessert. Und da lag halt eben auch mein Fokus die ganze Zeit drauf, dass das halt alles nochmal eine Ecke flüssiger wird. Und ich glaube, das funktioniert aber auch soweit. Gut, okay, also, ob was, also ich nicht mit Fibonacci arbeite? Nein, ja und nein. Also, ein Fibo allein ist irgendwie nicht so was, was mir jetzt irgendwie einen Grund gibt, irgendwas zu handeln. Ich gucke natürlich aber schon auch drauf, ob die halt dann mit irgendwas anderem dann halt matchen. Ne? Also, wenn jetzt zum Beispiel halt irgendwie eine Fibo als Beispiel, jetzt halt zum Beispiel mit einem Point of Control oder sowas halt zusammenkommt. Und dann macht es natürlich schon Sinn, halt irgendwo die Fibo da halt mit einzubeziehen. Aber jetzt rein, weil eine Fibo da ist, hatte ich für ganz falsch, ehrlich gesagt. Also ich habe auch gestern irgendwie, ich meine, ich gucke ja auch mal so ein bisschen, was andere ja eben auch treiben in anderen Gruppen mit anderen Trades und so weiter. Und da waren halt irgendwie auch, kam dann so, ja, hier Fibo und so, passt ja, ne, für einen Rücklauf. Und hat natürlich dann auch nicht gepasst. Und ich würde es immer abstimmen mit irgendwie mit Clustern. Also es kommt immer darauf an, ob ich mich in einem Markt bewege, den es schon mal gab an der Stelle. Also ich meine, das haben wir ja halt hier
im DAX und im Dow ja halt gerade, das sind ja alles Bereiche, wo ja schon mal gehandelt wurde. So, wenn ich dann eine Fibo habe, die halt auf ein Cluster trifft, das heißt also ein Punkt, der halt einfach schon deutlich gehandelt wurde, und dann kann es, macht es natürlich Sinn. Wenn ich aber eine Fibo habe, die irgendwo in einem Level irgendwo dazwischen liegt, also wo, ich habe zum Beispiel hier einen Klumpen irgendwie mit Verkäufern und da einen mit Käufern, und die Fibo liegt dazwischen, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Wenn die Fibo aber dann halt wiederum gematcht werden kann, halt mit Punkten, die man im Chart schon mal hatte, und dann macht es wesentlich mehr Sinn, das dann halt auch zu handeln. Da hat es auch eine höhere Wahrscheinlichkeit. Und im DAO sage ich halt immer, die Lieblingsfibo vom DAO ist die 99,9%. Ja, das ist natürlich keine, sondern das letzten Endes, das wird halt immer ausgereizt bis zum geht nicht mehr. Und wobei ich aber auch bei dem schon gesehen habe, ne, dass er dann irgendwie genau bis zu so einer Extension gelaufen ist. Aber also ich weiß nicht, ich war da früher mal ein bisschen anders gestrickt, was die Fibos angeht, aber mittlerweile tatsächlich nicht mehr so viel, beziehungsweise beachte es eigentlich nur noch am Rande. Mein POC liegt bei 274. Nö, hä? Ja, ich habe hier eigentlich das richtige Volumen drin. Also, das ist natürlich nicht so genau wie das VPOC. Nö, mein POC liegt bei 239. Also, das ist halt zumindest mal jetzt das aus dem Future umgerechnet, ne? Nicht aus dem Tick. Gut, ja. Also, war nicht allzu viel Bewegung, trotzdem hier ein paar Punkte mitgenommen. Und ich glaube auch die Einschätzung, wenn ich mir das jetzt halt so angucke hier im Bild nochmal, ne, da sieht man ja halt irgendwie, da kommt halt nichts nach, ne, weil der Markt ist long. Da gibt es wenig dran zu zweifeln, solange das halt eben hier unten auch nicht durch ist bei der 2.13. Deswegen war das, glaube ich, jetzt erstmal auch ganz richtig, da mal kurz die Füße nochmal stillzuhalten und da erstmal abzuwarten. Das sieht man ja, ne. Jetzt haben wir halt auch hier sieht man auch an dem Pivotpunkt, ja, da gibt es so ein paar Punkte. Jetzt hat er irgendwie so ein Doch drunter gebastelt, und das ist eher schon ein bisschen typischer. Und aber trotzdem, ob man das jetzt handeln muss, so ein Markt, der sich ja quasi gar nicht bewegt, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Gut, also das war's an der Stelle. Nelson, wo ist deine Kamera? Los. Keine Kamera. Zeig sie. Aber Bis da. nächstes Mal sehen wir uns ja vor der Kamera, Ja, genau. beziehungsweise die Teilnehmer können uns sehen. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Dirk, für das Webinar heute und natürlich an erster Stelle auch an die Teilnehmer fürs Dabeisein. Und ja, der Markt gibt halt nicht mehr her, aber ich denke, du hast das Beste daraus gemacht. Und der nächste Termin ist, glaube ich, ich hatte den gerade noch im Kopf, 10. oder 12. Dezember, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Sollte aber passen. Und da würde ich mich freuen, wenn natürlich alle wieder dabei sind. Bis dahin noch viel Erfolg diese Woche. Passen Sie auf Ihre Position auf. Dirk, noch einen schönen Tag. Vielleicht hören wir uns heute noch. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss zusammen. War das eine Drohung, dass wir uns heute noch hören? Wahrscheinlich, ja. Gut aufgepasst. Also, bis später. Tschüss. Dann ciao.